Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together, der 2-milliardensten quasi. Diesmal mit einem kleinen Spezial, kann man mal erwähnen. Und zwar spielen wir heute Injustice und bereiten uns so ein wenig auf Last Man Standing vor, was ja morgen stattfinden wird. Zumindest wenn ihr das live schaut, 30.11. Last Man Standing 2. Das wird ein Event, oder? Genau, verratet es nämlich nicht, weil wir Injustice morgen spielen, müssen wir jetzt ein bisschen üben. Wir haben so viele Ballerspiele und wir beide sind sowieso die beiden Deppen vom Dienst quasi morgen. Also wir werden eh... Die Shooter Kings. Da ist der dritte Depp vom Dienst, der ist übrigens heute auch dabei natürlich. Ja, hallo, hier ist der Rumpel. Und, ich bin ja euer Trainer, ich werde euch trainieren. Oh Gott, deswegen sind wir so schlecht. Du bist unser Pokémon-Meister. Wir sind eigentlich zwei Pokémon, die aus Rumpels Pokémon eiern kann. Du willst ja nur, dass ich meine Bälle nach dir werfe. Ja, die trage ich im Winter als praktische Mütze. Vielleicht können wir noch kurz sagen, das ist natürlich eine Aufzeichnung jetzt. Ja, genau. Genau, wir sind mal ausnahmsweise nicht live, weil wir brauchten wenigstens einen Tag Pause zwischen Sony PlayStation Release Event und halt dem Last Man Standing Event. Da haben wir uns gedacht, gut. Es ist auch nicht so, dass wir diese Klamotten hier schon eine Woche anhätten oder so. Das muss man mal sagen. Weißt du nicht? Die müssten wir eigentlich jetzt, wenn man das jetzt guckt. Ich hatte das jetzt 10 Tage oder so. Ne? Ja, gut, bei dir ist es aber nochmal, das ist auch American Apparel, das fühlt sich immer gut an. Genau, das fühlt sich immer sehr gut an. Mit dem guten Stoff einfach. Genau, mit dem guten Cotton. Der Sarrazar kauft nur den guten Stoff einfach, muss man mal so sagen. Grundsätzlich nur guten Stoff. Guter Stoff auf jeden Fall ist auch Injustice, wo ich den jetzt mal zeigen werde, wo der Hammer hängt. PlayStation 4, ne? Hier, neue Controller. PlayStation 4, yo. Ist ja seit gestern offiziell raus, seit vorgestern? Genau, seit gestern ist es ja quasi. Wir sind ja gerade in der Timeline. Heute ist eigentlich Release Day auch noch von PlayStation 4. Heute also, ist Release wenn Day. Wenn ihr jetzt diese Sendung schaut, live. Oh Gott, das wird jetzt ein Zeit-Continuum-Problem hier. Ja, das ist Inception-Style. So, wen nimmst du, Alter? Ich geh doch mal auf den Screen hier. Zeig doch mal, wie toll das aussieht hier auf der PlayStation. Ja. Haben wir ja schon auf der E3 gezockt, wenn ich mich recht entsinne. Ich nehme natürlich sogar hier im Studio haben wir das schon gezockt. Das Catwoman, ja, ne? Aber die Catwoman hatte ich sogar, damit habe ich die fertig gemacht. Und mit Joker, ich erinnere mich. Und da habe ich aber auch am besten müsstet ihr jetzt Leute auswählen, die ihr glaubt, dass auch das Team Pete Meat auswählt, damit ihr gegen die auch Ja, das wäre am cleversten. Okay, also Team Pete wird auf jeden Fall nehmen. Da bin ich mir sicher. Also soll ich mal Team Pete übernehmen jetzt quasi? Okay, dann übernehme ich... Guck mal, das sieht doch aus wie Brammen in der Brunft. Dann übernehme ich das. Ich glaube, der David, der wird sich ja eher auf so schöne Frauen einlassen. Aber das Problem ist, wenn du was Schnelles nimmst, muss ich auch was Schnelles nehmen. Nee, warum? Ja, weil nimm das doch Bane. Bane ist cool. Ja, aber ich brauche was Schnelles, damit ich dagegenhalten kann, weil wenn ich was Langsames habe... Ach komm. Also ihr kennt die Charaktere wahrscheinlich aus dem Universum, ja? Aus dem DC, Universum? DC. Ich meine, wir sind ein bisschen gerädert, falls ihr euch fragt, warum. Wir sind durch. Warum sind diese Typen so beäuert? Ist vorbei gerade. Ist halt so. Vorbei. Yo. So. Vorbei. Juli-Mond. So, wo spielen wir? Battle? Wir haben noch jetzt November. Ja, aber wir sind ja gerade im Zeitschleifen. Atlantis hatten wir schon gezeigt, glaube ich mal. Wir gehen mal in die Betthöhle. In die Betthöhle. Oh, da wäre ich jetzt so gern in der Betthöhle. Da würde ich mich jetzt zudecken und schlafen. Ja, und dann eine Runde PlayStation 4 aus dem Bett. Wir brauchen eigentlich nur eine Decke hier, dann ist gemütlich. Boah, das wäre cool eigentlich. Ne, so eine so gemütliche ein Decke, noch so ein paar Kissen hier hinten. Aber dann gibt es wieder Fanfictions und das wollen wir ja vermeiden. Stell nicht wahr. Eine Überraschung ein. Jetzt Bildschirm schnell. Also sieht auf jeden Fall Hammer aus, grafisch. Ach, der Galgen ist ja geil. Eine ganz andere Nummer. Das ist eine neue Form von Krawatte. Ich kann natürlich gar nichts mehr. Schnucki. Da sieht man aber schon, ich bin einfach zu langsam mit dem Klotz hier. Aua. Ich weiß die Tasten gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich auch überhaupt nicht. Das ist ja super, aber das war mal trainiert. Immer gut. Was ist denn blocken? Warte mal, ich mach mal, jetzt kann man kurz hier. So, das schön merken dann auch für LMS jetzt. Ja, ja, genau. Wie viele sollen Injustice spielen bei LMS? Moves. Ja, wenn ihr jetzt trainiert, dann vielleicht ihr. Nee, David Hein auf jeden Fall. Der David macht das. Der ist super, der ist doch der Street Fighter King und so. Aber da wird es doch bestimmt mehrere Leute geben, die spielen, und nicht nur einer. Jetzt macht ihr immer den gleichen Scheiß, fängt ja wieder mit dem Kack an. Ja, aber das ist doch gegen Pete Speed super, wenn er damit zurechtkommt. Alter, der Gronkh hier. Jetzt macht immer den gleichen Solomon Grundy. Der Gronkh weiß einfach, wie man mit Frauen umgehen muss. Natürlich, einfach zärtlich in die Hand nehmen und dann hochleben lassen. Boah, jetzt Schnucki. Ich hab dich, du Penner. Ja, aber du warst fast down. Ich war einfach zu langsam, also zu klobig natürlich wieder. Ja, ja, du lebst doch noch. Ja, ich hau dir die Gebärmutter raus. Operation kostenlos. Oh, du hast mich echt umgenommen noch. Gewinnst du noch, komm. Das muss ich mal ganz kurz gucken. Warum sind wir noch nicht tot? Ach, da zählt die zweite Leiste, ne? Ach, stimmt, ich dachte gerade. Wo war denn der Move jetzt? Warte mal. Nee.
Ich will gerade erstmal rumprobieren, weil wir die Moves noch nicht kennen. Wir brauchen den Vorteil für morgen, Mann. Ja, eigentlich. Das war doch mal geil. So, da klatsche ich aber auch einmal. Aber der gleiche Move funktioniert bei mir beim zweiten Mal, komischerweise. Ja, das ist. Du kannst doch nicht die ganze Zeit die Moves wiederholen hier. Oh. Das geht ganz, ey, das geht ganz gut. Der Schnuckelchen hier. Ich hab dir nichts getan, ja? Was? Ich finde das Charakterdesign von meinem Kumpel. Ich mein, ja! Ja! Naja, aber Zatanna! Was willst du bei Zatanna schon machen? Der Anblick ist. Ja, vor allen Dingen, die ist einfach schnell. Die ist einfach schnell. Die sieht echt gut aus. Und ne? Die kann zaubern, die zaubert sich jetzt in ihren Hut rein. Aber die ist nicht mein Charakter irgendwie. Also, das mit dem Zauberstab hat mich voll genervt. Bist du nicht so der Huttyp? Das ist so ein Zombie-Charakter. Also vom Hut her ist das, das ist schade, dass Zombie diesmal nicht dabei ist. Ja. Das finde ich sehr schade. Persönlich hätten wir uns sehr gefreut, wenn er dabei gewesen wäre, aber leider. Ja, vor allen Dingen hat er letztes Mal echt gut für uns gearbeitet, muss ich sagen. Er ist ein guter Spieler auch, ja. Dankeschön nochmal übrigens an die Stelle. Im Gegensatz zu uns, nein, ist er ein guter Spieler. Inzwischen müssten die Spieler schon bekannt gegeben sein, ne? Das müsste ja. Wir sind jetzt in der Zeitschleife gerade, wir sind jetzt in der nächsten Woche. Neue Kämpfer machen wir mal, pass auf. Ey, wir sollen neuen Kämpfer wählen. Jo, jo, jo. Ja, wir haben uns gedacht, damit ihr nicht ganz leer ausgeht hier an diesem Freitag, machen wir einfach eine kleine lustige Action. Wir können vielleicht einmal ganz kurz ansagen, was hier gleich noch kommt, weil das ist ja vielleicht auch nicht uninteressant. Deine Mutter kommt jetzt gleich noch ins Studio als Gast. So. Gut, wir haben zwei Konsolen heute hier. Vielleicht wollt ihr da mal ganz kurz gucken. Können wir das auf den Kameras zeigen, welche Konsolen wir hier haben? Oder zeigen wir es schon letzte Woche? Das haben wir ja schon letzte Woche gezeigt. Ja, okay, dann zeigen wir das nachher letzte Woche. Okay. So. Dann würde ich sagen, nehme ich auch mal eine Frau. Catwoman. Rumpel, du kannst uns ja mental darauf vorbereiten, was heute alles kommt. Batman. Wir machen nämlich heute noch quasi ein Behind the Scenes für morgen. Genau, heute gibt es exklusives Material noch von dem Dreh zu dem Spot und unsere Einschätzungen von allen Spielern, sowohl von Team Schmied als auch vom Team LPT. Team Schmied? Genau. Team Schmied. Team wie hießen sie noch? Schmiezekatze. Team Schmiezekatze. Miau! Und wir mussten nämlich alle gegenseitig Bewertungen abgeben, was wir von den anderen Teams halten. Catwoman gegen Batman ist ja ein interessanter Fight. Die landen ja, nee, also das könnte ja sagen, wirklich in Realität passieren. Ja, das stimmt. Alter, Schnauze, dunkler Ritter. Leg dich erstmal hin. Boah, ich habe gar keine Chance. Das Kätzchen macht mich völlig wild. Boah. Aber der war nicht schlecht. Ah, den kenne ich noch von der E3. Den kenne ich doch. So, jetzt bin ich dran, mein kleines Kätzchen. Ja? Naja, doch nicht. Übernimm dich, überschätz dich nicht. Ich weiß immer noch nicht, wie ich blocke, du. Du solltest mir das verraten, denk dran, ich bin in deinem Team. Ja, aber das verrate ich dir nach der Sendung. Dann weiß ich ja nicht mehr, wie man es anwendet. Lauf doch nicht weg, ich bin Katzimun. Alter, jetzt hat er gar nichts gemacht. Stimmt ja, man konnte ja auch Leute irgendwie wegschlagen. Hab ich ja ganz vergessen. Boah, Alter. Mein ungeborenes Kind. Was bist du denn für ein Vorbild? Alter, der macht ganz andere Moves als hier. Meine kleine Schnecke. Oh, was ist denn da passiert? Das war mexikanisches Essen. Hab ich auf den Kopf gehauen. Alter, das ist zu lahm. Also schnelle Charaktere wählen. Wer ist mal jetzt schon mal? Hier, in die Fresse, dunkler Ritter. Oh, aber nicht in meine Fresse. Du hast da was falsch verstanden. Wie man das nervöse Klappern auf den Controllern hört, ey. Boah, Alter, wie behandelst du denn eine Frau? Was bist du denn für einer? Liebe Zuschauer zu Hause, da seht ihr mal, wie der Sarazar wirklich ist. Einfach was an. Alter, so gehst du mit einer Frau um. Ich dachte, du ziehst mir den Stuhl zurecht und wir gehen schön essen. Yeah! Noch nicht hübscher. Yeah! Yeah, Bitch! Ich hab keine Ahnung, was passiert ist, aber es war cool. Boah, der macht gar keinen Special Move manchmal. Mann, jetzt stirb doch endlich! Sarazar ist auf jeden Fall hoch konzentriert. Ja, er sagt auch nichts mehr. Der will das unbedingt gewinnen. Ich kenne ihn so gut. Nee, leider krieg ich das nicht hin. Ich bin so lahm irgendwie. Und ich probiere zu viel rum. Ich will immer. Ja, ich weiß gar nichts, ehrlich gesagt. Zatwoman gewinnt. Na holla, was war das denn für ein schöner Spagat? Könnt ihr das bitte mal nachmachen? Ja.
Ich dachte gerade, die dreht sich jetzt eine Glühbirne in den Po, um hier mal Licht zu machen. Aber... Wenn du das nachprobieren? Ich bin Catman. Catman wäre aber irgendwie schäbig. Catman wäre Gatterman. Muschimann. Miau. So, komm, wir machen mal neue Kämpfer. Haben wir noch ein Spiel vorbereitet eigentlich? Ja, ne? Wir haben noch Knack zum Beispiel heute. Nee, ja, das, nein, Alter, du hast nein, aber das letzte Mal. Ich hab dich auch in der Zeitschleife gefangen. Ja, ach, das war letzte Woche mit Knack. Stimmt ja. Was haben wir denn noch was haben wir denn diese Woche noch alles? Was wir letzte Woche nicht hatten. Rumpel, sag doch mal. Bad Girl, ich nehme mal Bad Girl. Das ist doch, wie heißt die noch? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Ich fand der Atlantis auch ganz schön. Aber das Joker's Asylum war auch gut. Hä? Die Karten meinst du? Gotham City machen wir, komm. Ist das der Wachturm gemacht? Hä, wieso kann ich jetzt eine Arena wählen? Ja, wir können beide eine wählen. Nämlich Joker's Asylum, ist doch klar. Und dann müsst ihr ja darum kämpfen. Gotham! Gotham! Rot haben. Immer darf der Walle sich alles aussuchen, ey. Das ist wie Weihnachten. Darf ich mir auch alles aussuchen? Zu Weihnachten, der Walle und ich feiern da gemeinsam. Und dann bei den Geschenken ist das immer so, ich kriege die Verpackung und Walle den Inhalt. Das wird immer Weihnachten so gehalten. Ja, ich krieg leider immer das Papier, muss dann mit dem Papier spielen, so ganz du alleine. Du willst die Socken ja auch nicht. Die Krawatten. Oh Gott, Alter. Ich schenke dir dieses Jahr eine Krawatte zu Weihnachten. Alter, geil. Joker ist eh der geil. Beste, ohne Scheiß. Hast du jetzt, wen hast du genommen? Batwoman? Batgirl. Hm? Ich hau dich! Mach doch mal was, Joker! Das will ich auch die ganze Zeit probieren. Warte, warte doch mal ganz kurz. Alter, wieder einfach auf den Tasten rumhämmert. Mach ich auch mal auf den Tasten hier. Ist ja nicht mein PlayStation 4 Controller. Hier, viel Spaß damit. Boah, mit dem Joker hat man mal wenig Schnitte, muss ich gerade sagen. Das kann echt nervig sein, was? Ja. Also mit Joker hatte ich Sarazar das letzte Mal besiegt, glaube ich. Der kann mit solchen Ungestalten aber auch umgehen. Alter! Jetzt musst du in einen... Oh! Was? Geil. Was ist denn hier los? Voll nicht übertrieben. Cool. Themenwechsel. Lass uns spielen, Batgirl. Ich spiele hart. Ich spiele hart. Yeah. Was ist denn dieser Special-Knopf immer? Ich weiß das leider gar nicht mehr. Rechts hinten. Ich probiere das immer, aber da macht er bei mir nichts. Aber so mal rechts oben. Boah, Alter, und außerdem ist, ich kann mit dem Joker überhaupt nicht umgehen. Sorry. Boah, wie ich den zusammengeknetet hab gerade. Aua, ey, ich will nicht schon wieder vergewaltigt werden. Oh. Ist doch nicht meine Lampe. Was? Ey, warum macht ihr sowas immer? Ich glaube, die Lampe ist kaputt. Ich glaube auch, was die kaputt. Die ist auch eh schon, guck mal, die ist zugeklebt einfach. Da kann ich nichts für. Damit die so ein lilanes Licht wirft. Wer macht denn hier ein lilanes Licht? Die Lampe. So, hier, neuen Kämpfer wählen. Alter, mit dem Joker komme ich nicht klar. Ich habe dich sowas von fertig gemacht gerade. Ja, naja, gut, ich habe ja gerade geschlafen während des Kampfes. An die Wand geprügelt, Alter. Da habe ich geschlafen während des Kampfes einfach. Mit einem Kampf haben wir noch. Ja, ich nehme. Was ist das denn, Hawk? Hawk, Girl. Oder das ist Robin mit Flügeln. Sieht aus wie X-Men, ne? Was ist das denn hier? Von dem Helm. Ares, ich kann das von hier gar nicht so richtig sehen. Black Adam. Black Adam. Bane. Na, Bane finde ich aber als Charakter irgendwie, weiß ich nicht. Ich mag Bane. Ich fand den so doof einfach im Film, weil der immer so emotionslos war. Da hast du ja nie was gesehen. Lobo ist natürlich geil. Lobo ist quasi der Rumpel der Comicwelt. Lobo. Den muss ich einfach nehmen. Ist nicht so ein Internetredakteur. Do it. So. Und weißt du, wen ich nehme? Nightwing. Du meinst Sascha Lobo. Ja. Das war ein anderer. Okay, du wolltest ja Asylum haben mal gerne, ne? Wo war's? Genau, unten links. Ich kann jetzt gerade eh nichts auswählen. Arkham Asylum, ne? Oder genau, Joker's genau, Asylum. Genau. Ja, mach mal. Ja, ist doch egal, komm. Ist gehüpft wie geschwungen, liebe Freunde da draußen, die jetzt hier immer noch fleißig mitschauen. Gehüpft wie geschwungen. Ist übrigens mein Bein zum Glück. Hast du wieder eine Motorenstörung? Ich bin gehüpft. Ach so, warum bist du nicht gesprungen? Weil es mir zu anstrengend war. Deswegen ist es ja wie gesprungen.
Bin mal gespannt, was Nightwing so drauf hat. Siehst du? Ich sag ja, das ist der Rumpel der Comicwelt. So kommt auch jeden Freitag hier ins Studio. Aua. Mit der Klokette, Alter. Geil, das Spiel. Ich mag das irgendwie. Ja, man muss aber erstmal ein bisschen drauf klarkommen. Weil ich versuche immer die ganze Zeit diese Moves zu machen. Aber der will das nicht so richtig. Was macht der denn gerade? Geh mal kurz zu mir. Kennst du aus Spencer drin? Geh mal weg. Geh mal kurz weg. Geh mal kurz weg, und Alter. Ich hab einen Übermove. Jetzt lass doch mal den Zuschauern. Ja, okay, hier. Kennst du das? Ich kenn das auch. Was macht der denn da? Nachladen oder was? Man muss den gedrückt halten vielleicht. Ich glaube, der holt dann was raus irgendwie aus der Tasche. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Warte mal. Ah. Was hast du denn da für einen Wanderstab? Das ist ja geil. Boah, Alter, da habe ich ja keine Schnitte bei so einem Scheißstab. Dann musst du, glaube ich, jetzt deine Schusswaffen anwenden. Du hast auch so ein Dings lang. Also ich glaube, mit Dreieck können wir mal so die Fernattacken aktivieren. Aber ich kann dich nicht greifen oder so. Ich glaube, das liegt aber auch am Charakter. Warte mal kurz. Ja gut, aber wenn Lobo nicht greifen kann, dann weiß ich auch nicht, was in der Welt falsch läuft. Move probieren kurz. Okay. Einmal kurz zurück. Also das hier ist jetzt okay. Nur damit du es weißt, damit wir vorbereitet sind, weil im Wirklichkeit. Ach cool. Huch. Das geht natürlich auch. Ah, okay. Alter! Ich kann mich umdrehen. Geiler Move. Yeah! Pam, Alter, schönen Kopf rein. Okay, mit. Ich bin wie eine Ballerina, die von oben kommt. Na gut, oder die auf dem Boden liegt. Ich bin eine Ballerina beim Forschungsgespräch. Geil, ich mag den Lobo, mag ich voll gerne. Ich mag den Charakter auch, weil er ein bisschen wie bei Bud Spencer. Das war ja Runde 1. Wir spielen nochmal eine Runde. Ey, wo ist mein Controller? Weiß ich nicht. Ey, du hast meinen Controller weggemacht. Was? Wie? Wo soll ich einen Controller haben? Du hast ihn weggeworfen. Ich sehe das an deinem. Guck mal, mystische Kräfte bewegen das Menü. Ich sehe das schon an deinem grandiosen Schmunzeln, an deinem unauffälligen. Das ist kein Schmunzeln. Komm, wenn sagt dem Block, der soll mir den Controller wiedergeben. Wo sind die Knöpfe? Das muss ich ja ganz kurz. Yeah. Tschüss. So. So, jetzt spiele ich mal kurz gegen den Walle, so wie er richtig spielt. Und dann nehme ich für den Walle als Charakter. So, der sieht auch aus wie Walle. Der sieht tatsächlich aus wie Walle. Und jetzt suche ich mal einen, der so aussieht wie ich. Das wäre der Lobo gewesen auch. Vielleicht der hier. Was soll der Scheiß? So. Du willst. Ach, da willst du spielen? In Wayne Manor? Okay. Ey! Ich liege in Führung übrigens 3-0. Ja, ja, ich bin ein Pro-Gamer, Alter. Ja, ich hab sehr den Videobeweis. Ich muss mich nicht auf so bemitleiden. Doch, musst du. Das mit dem Sperrbart müssen wir eigentlich auch mal ausprobieren, ne? Große Momente verfügbar machen. PS4 zeichnet dein Spiel ständig auf. Video auf. Oh, cool. Und schickt es der NSA. Nein, was? Ja, das ist praktisch, du kannst direkt so Clips machen. Direkt Ach so. Versenden mit der PlayStation. Das ist ganz geil gemacht. Das ist ja unglaublich. Du musst auf zurückdrücken. Ich wollte das gar nicht machen. Alter, da hat er sich aber aufgepimpt. Ja, das ist der Walle, Alter. Und hier ist der Gronkh. Man erkennt es sofort. Da war ich gerade noch im Zirkus ausgestellt. Ah, du bist auch wieder schneller, glaube ich. Ach, ich bin ja jetzt Walle. Verdammt. Und sonst so? Was machst du heute eigentlich noch so? Wollte ich mal fragen, was machst du heute so? Alter, gegen Pete Sweet gewinne ich, Alter, mit der Strategie. Alter. Ja, nee, was, wissen wir, welcher Charakter schon mal der nice ist. Was machst du heute noch so? Oh, jetzt ist er klein geworden?
So, jetzt wechseln wir uns mal ab hier. Ja, machen wir mal, ne? Oder? Machen wir mal. Oder? Wir wechseln uns mal einfach mal ab. Manchmal muss man auch mal... Kann ich ja dem Dings mit diesem Charakter nicht entkommen? Das wäre doch lächerlich. Vor allem will ich auch mal was anderes machen. Ja, jetzt komme ich raus. Dann nochmal. Jetzt verstehe ich. Kommst du gar nicht. Ich habe nur einfach aufgehört, das zu machen. Das ist das Problem, Alter. Mach mal weiter. Warte, lass mal stopp. Mach mal kurz stopp. Ja. Ich will mal es ausprobieren. Der hat doch gar keinen Dingsänderung. Der hat echt nur wenig Schläge. Guck mal, so. Ja, der hier hat aber auch keinen Special. Ach doch, jetzt kann er sich die Blitze machen. Da müsst ihr unten auf die Symbole gucken, ne? Nur dann geht auch der Special Move. Der muss sich ja aufladen. Nein! Sehe ich anders. Boah, Doomsday ist mega schlecht. Sorry. Ich kann da nicht rauskommen. Ich kann da höchstens jetzt zurückgehen und dann dem ausweichen. Aber mit so einem klobigen, langsamen Charakter geht's sonst nicht. Ja. Ah, Schatzam. Kennst du Schatzam? Ihr werdet weiter mal trainieren. Wir gucken uns jetzt vielleicht mal Behind the Scenes an. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns das Behind the Scenes Videos jetzt an und verabschieden uns dann auch schon für diese Runde. Und ja. Ich würde sagen, wir kämpfen jetzt auch mal live weiter, während ihr Behind the Scenes guckt. Nein, so müssen wir das machen. Ihr guckt jetzt Behind the Scenes, Alter! Viel Spaß bei Behind the Scenes! Oder Bud Spence. Oh. Ja, sorry, Alter, meine übermächtigen Kräfte. Ich habe die einmal nicht unter Kontrolle seit damals, seit diesem Unfall. Ja. Ihr seid echte Stuntmänner. Ist einfach original. Wir sind die besten Schauspieler. Willkommen bei GZ. Kann ich ja nicht sagen, falscher Sender. Viel Spaß bei Behind the Scenes und wir sehen uns hoffentlich morgen bei LMS2. Es wird einfach mega großartig. Ich freue mich extrem drauf, vor allem die ganzen Leute mal wieder zu sehen. Und ich glaube, wenn wir jetzt noch ein bisschen üben, haben wir zumindest einen Spieler in der Tasche. Immerhin. Danke. Tschüss. Hallo. Hi. Oh mein Gott, also das ist eine verdammt gute Frage, weil ich noch nicht hundertprozentig weiß, woraus mein gegnerisches Team besteht. Aber sie sind, glaube ich, Meister darin, uns aus der Fassung zu bringen, indem sie... Ich hoffe, Val hat nicht seine Bläschen dabei. Also die Peets sind auf jeden Fall nicht schlecht, die darf man nicht unterschätzen. Die spielen ja sehr viele Shooter, Battlefield, Call of Duty, da haben sie auf jeden Fall ihre Stärken drin. Bei SingStar oder bei Just Dance wird natürlich Gronkh voll abgehen, also ganz klar, da gibt's keiner nichts. Die Stärken von Team Peets Meet sind auf jeden Fall, das sind halt 6 Hardcore-Zocker und das ist ein eingespieltes Team. Wobei ich weiß ja, dass Fabian Siegesmund dabei ist und der ist natürlich auch ein großer Gegner, wenn es um Shooter-Spiele geht. Und ich habe gehört, der Rumpel kann auch ziemlich gut zocken, vor dem habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Die Schwächen und Stärken von unserem Gegner, also Team Pete, ist ganz klar da und das wird ihre Schwäche sein. Und ihre Stärke wird es sein, nach dem Event nach Hause zu fahren. Ja, die Stärken von meinem Gegner ist halt richtig krass. Die haben halt einen Typ oder 3 Typen mit Bart, ein paar ohne und die haben halt auch so große Hände. Jeder Einzelne von ihnen hat seine Stärken in verschiedenen Spielen, aber ja, also das ist deren größte Schwäche, Stärken, tja, sehe ich keine. Tja, ich muss ja gestehen, obwohl ja die Beweise öffentlich zugänglich sind,
habe ich noch nicht so wahnsinnig viel mir angeguckt, wie gut wirklich das Team Pietsmeet ist. Ich habe also bisher eigentlich nur Vergleiche vom letzten Last Man Standing und da muss ich sagen, hatte ich mehr erwartet. Die Schwächen von meinem Team sind, glaube ich, wir sind einfach zu gut. Und deswegen erwarten die Leute vieles von uns. Und es ist immer jeden Tag natürlich eine Last, das stemmen zu müssen, aber wir schaffen es trotzdem souverän. Und das ist unsere Stärke. Also mein Team, da gibt es ein paar gute Spieler, die sind allerdings nicht bei APT dabei, deswegen holen wir uns ja ein paar neue. Und für den Wildcard-Gewinner, da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich glaube, der wird richtig gut, den werden wir nämlich ordentlich briefen. Jetzt mal ernst. Stärken sehe ich... Ich muss überlegen, tatsächlich, mir fällt gerade keine ein. Also Shooter machen wir immer sehr gerne und sehr viel und dafür wird leider ganz viel anderer Kram vernachlässigt. Oh, mein Team hält immer zusammen. Das ist eine absolute Stärke. Wir vertrauen uns alle gegenseitig. Und zu den Schwächen, also ja, die sind halt nicht ganz so schnell, haben eine langsame Reaktion und sind nicht teamfähig. Wir haben ein paar Leute, die Prügelspiele können und so weiter und so fort. Also auf Shooter freuen wir uns. Alles andere wird knackig. Ja, ich bin auf jeden Fall ein Shooter-König, definitiv. Strategiespiele, gar kein Problem. Taktisch bin ich einfach ein Großmeister. Die Leute wissen ja, ich bin nicht unbedingt der Beste im Orientierungssinn. Vielleicht verlaufe mich gerne mal im Computerspiel. Meine Schwächen sind, dass ich teilweise, wenn ich keine Lust habe, sehr, sehr wenig Geduld habe. Sehr, sehr wenig Geduld und ich ziemlich schnell die Fassung verliere. Also ich werde relativ schnell zornig. Also ich fange mal mit den Stärken an. Ich höre Metal. Das ist bestimmt eine Stärke. Zuverlässigkeit auf jeden Fall. Pünktlichkeit. Und meine Schwächen. Ich höre gerne laut Metal. Meine persönlichen Stärken... Ich bin ein ausdauernder Liebhaber, ich bin ein wilder Rebell, kann aber auch zärtlich sein. Durchhaltevermögen, wenn ich es will. Geschicklichkeitstechnisch überhöht mich vielleicht eine Gazelle und Schwächen sind, dass ich so gut andere Leute verlieren lassen kann. Shootern ist super, das ist definitiv eine Stärke von mir, würde ich sagen. Und damit hört es mit den Stärken auch schon fast wieder auf. Verdammt! Ansonsten liegt meine Stärke wahrscheinlich eher darin, sich in Spiele reinzuversetzen zu können. Was mir nicht viel bringt, jetzt bei Last Man Standing. Und meine Schwächen sind, ich weine bei romantischen Filmen. Miau! Last Man Standing ist ein großes Event, ein Spiel mit Freunden. Ja, mein Gefühl zu dem ganzen Event ist, dass es eine extrem fette Sache ist, so eine Competition zu machen, die trotzdem im Hintergrund auf freundschaftlicher Basis ist, auch wenn man sich vor der Kamera anschreit wie die letzten Molochen. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, man muss es auch so sehen, das wird ja keiner wirklich Competition. Wir sind ja alle befreundet und es ist egal, wer gewinnen wird, weil wir werden am Ende des Tages natürlich alle Gewinner sein. Aber unterm Strich zählt nur das eine, dass ich gewinnen will! Und scheißegal, weil wenn wir die Scheiße nicht gewinnen, dann räume ich den letzten Laden hier aus, Mann! Verstehst du das? Ich scheiß dir recht, die Scheiße räumt sich weg! Ich kotze das! Wir werden den Scheiß gewinnen, Mann! Ist das klar? Boah! Habe ich ab und zu gespielt, richtig geil. Ja, ist da so ein bisschen ähnlich wie Tekken, also komme ich mit klar, auf jeden Fall. Ist nicht so mein Spiel, ich mag nicht so gerne Beat'em'ups, außer Soul Calibur. Das ist eines dieser Prügelspiele, vor denen ich Angst habe und wo ich definitiv nicht selber mitmachen will. Street Fighter oder Tekken kann ich beides überhaupt nicht und ja, da werde ich mich schön draus vorlassen. Ich bin ja mit Christian zusammen ein alter Neo Geo-Fan gewesen. Wir haben dort alle möglichen Prügelspiele gespielt. Da werde ich so die Scheiße aus den Jungs rausprügeln. Das tut mir echt leid. Ich mag die sehr gerne, aber die Scheiße muss raus. Insofern glaube ich, dass ich sowohl bei Street Fighter als auch bei Tekken als auch bei irgendwelchen anderen Spielen durchaus mitmischen könnte. Blanka ist mein bester Freund. Rayman Legends, ein Jump'n'Run, kann ich nicht. Ganz klar. Falle ich immer ins Loch irgendwie. Nie gespielt. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen.
weiß gar nicht, wo da der kompetitive Modus ist. Den kenne ich auf jeden Fall noch nicht, aber ich kenne das Spiel und das wird mit Sicherheit totales Chaos und sehr witzig. Wollte ich immer spielen. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich glaube, das werde ich dann spätestens dort nachholen. Rayman Legends, da freue ich mich drauf. Rayman, das ist doch dieser Typ, der so ein bisschen autistisch ist. Der ist ja auch eine Legende. Da habe ich viel von gehört. Rayman Legends, das ist ja das Spiel, das kennt man ja. Da ist man dieser Autist und muss dann in den Level rumhüpfen. Ja, Rayman. Mit Tom Hanks in der Hauptrolle, wo der dann auch die Pralinen hat. Oh Gott, da haben wir den Christian und der kann Quake sehr, sehr gut und alle anderen nicht, aber der wird es hoffentlich reißen. Ich mochte Quake schon immer, Quake Live. Nettes Spiel im Browser, coole Erfindung. Na, Shooter halt, wa? Hallo, mit wem redest du? Quake Live kann ich live spielen, aber auch in Aufzeichnung werde ich trotzdem gewinnen. Habe ich sehr viel gespielt. Quake Live, also Quake habe ich schon sehr viel gespielt, aber auch Quake Live habe ich sehr viel gespielt. Oh mein Gott, Frumpel kann es auch. Verdammt. Quake Live, oh, da versage ich. Nee. Just Dance 2014 baue ich natürlich ganz klar auf den Gronkh, der seine Dance Moves hier zum Besten geben wird. Nee, Just Dance ist nicht so unbedingt mein Spiel. Ich glaube, das überlasse ich lieber den zwei Tanzhasen Gronkh und Bram. Die haben das letztes Mal so gut hingekriegt, da könnt ihr gerne weitermachen. Ja, ich meine, da bin ich ja bis jetzt ungeschlagener Sieger drin und diesen Titel möchte ich auch verteidigen. Deswegen werde ich dieses Mal natürlich meine Revanche fordern und ich werde zeigen, dass ich einfach die fettesten Moves drauf habe. Und da war letztes Mal einfach ein Bug im Spiel. Das kann ich mir nicht. Das ist ganz ehrlich, ist ja lächerlich. Also, da werde ich durchtanzen, werde ich durch die ganze Sendung. Boah, bin ich wieder voll dabei. Also ich habe den Rhythmus ja im Blut, wie man letztes Mal gesehen hat, glaube ich, zumindest ein bisschen. Also Just Dance geht voll ab. Just Dance war ja, glaube ich, ein ganz großer Erfolg vom letzten Teil. Wird dann auch gerne mal im Fernsehen benutzt, wenn man darüber berichtet. Stichwort TV Total. Ja, ist nicht meins. Da habe ich mich ganz schön außen vor gelassen und das werde ich dieses Mal wieder tun. Ich bin da völlig zufrieden mit der Rolle als Tanzhäschen im Hintergrund. Ich meine, letztes Jahr hatte keiner eine Schnitte gegen mich. Warum sollte sich das dieses Jahr ändern? Oh, Gran Turismo. Machen wir mal ein simulationslastiges Rennspiel. Finde ich gut. Gran Turismo ist einer der geilsten PlayStation Racer. Muss man einfach mal stehen lassen. Grafisch immer ganz weit vorne. Rennspiele ist natürlich mein Steckenpferd. Habe ich nie gespielt. Ich selber kann es nicht. Ich bin ja eher so der Arcade-Racer und am besten mit Waffen. Die fehlen mir irgendwie bei Gran Turismo, da fehlt mir das Bums dahinter. Sollte ich da mitspielen, werde ich, glaube ich, absichtlich verlieren. Einfach nur, um Größe zu beweisen. Das wird bestimmt recht spannend. Sah nicht ab. Also Rennspiele, mein Ding. Gran Turismo, eine super Serie, die auf der PlayStation 1 begonnen hat. Ein schlechtes Rennspiel, weil Forza besser ist. Was für ein Ding? Nochmal Curve? Curve Fever 2? Kenne ich nicht, nie gehört. Also, Curve Fever 2. Ich werde hier mit Spieletiteln Curve Fever 2. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist. Habe ich noch nie gehört, aber wird bestimmt nett. Curve Fever 2, da habe ich ja schon den ersten Teil gesuchtet damals. Ich erinnere mich, das haben wir auch mal im Livestream gespielt. Das ist auf jeden Fall was ich richtig, richtig gerne mag. Es ähnelt ja sehr Snake und das habe ich auch im Livestream ganz gut gezockt eigentlich, wenn man sich mal ausnahmsweise konzentriert. Ah, da hinten ist ein Schmetterling. Counter-Strike Go. Bitte? Go? Ah. Counter-Strike Global Offensive. Ich habe ja damals die Beta von Counter-Strike normal gespielt, wo es nur ein Haus gab. Da habe ich schon ein bisschen Erfahrung drin, allerdings Global Offensive weniger. Ah ja, Counter-Strike Global Offensive, man kennt es auch unter Counter-Strike Go, für die weniger Versierten natürlich. Counter-Strike Global Offensive auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ein absoluter First-Person-Shooter-Fan dabei, ich mache euch alle fertig. Ja, da haben wir ja letztes Mal das Team Pete's Meet abgezogen, muss ich sagen, bei Counter-Strike Global Offensive. Counter-Strike mag ich, da freue ich mich drauf. Hammerfette Sache, rock ich alle weg, aber ich werde auf jeden Fall zwischendurch ausrasten. Shooter King, man kennt mich auch als Shooter King und das werde ich einfach beweisen, weil ich es bringe, der Shooter King. Okay, wieder ein Spiel, wo ich dann plötzlich von der Bildfläche verschwinden werde. Aber die Zuschauer freuen sich bestimmt drauf. SingStar ist mein Ding nicht.
Habt ihr das echt mit drin? Scheiße. Aber das Problem ist, dass ich die meisten Songs einfach nicht kenne, die da drauf sind, weil ich ja doch irgendwie mit meinem eingeschränkten Repertoire von Liedern, die Gitarren verzerrt dabei haben müssen, bei SingStar nicht so gut bedient werde. SingStar, ich habe ehrlich gesagt, ich kann nicht singen, ich habe es auch noch nie probiert, also ich werde mein Bestes geben. Da ich ja gut tanzen kann, muss ich nicht singen können, wa? CO2 Ghost, meine Kernkompetenz hast du gerade quasi einfach benannt. Das wird die Königsdisziplin, da werde ich am Start sein und ich werde ganz oben stehen. Ist ja gerade erst rausgekommen, also COD bin ich ja absoluter Pro-Gamer drin, sag ich jetzt einfach mal. Also ich freue mich mega drauf, also COD noch vor Battlefield. Geil, freue ich mich drauf. COD Ghost kann alles. Macht auf jeden Fall Laune, auch wenn es viele Hater gibt bei COD, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil irgendwie ist es immer wieder eine krasse Inszenierung. Den Multiplayer selber habe ich noch nicht gespielt. Call of Duty Ghost habe ich auf der Gamescom gezockt, war ich kein Fan von. Ich glaube, da werde ich anderen Leuten den Vortritt lassen. COD Ghost ist auch ein Spiel. Blobby Wolly ist ja ein Titel, von dem man auch in der Presse viel gehört hat. Das ist ein AAA-Titel. Ah ja, schön. Das sollte ja ursprünglich das Spiel werden, Blobby Wolly, was die letzte Sendung quasi entscheidet. Ey, mega fette Sache. Bin ich der absolute König drin. Das ist kein Scherz. Ich habe es schon hunderte Stunden gespielt. Habe ich nie gespielt, habe ich immer nur gesehen, habe abgekotzt wegen der Grafik und das war's. Früher zu Schulzeiten immer im Unterricht gespielt, stundenlang, also wenn das Spiel das auf jeden Fall. Ähnlich wie Battlefield und COD ist, genau, da kommt ja auch Blobby Wolly, ist ja quasi in der gleichen Liga, deswegen, das wird gar kein Problem, das ist, haben wir alles schon im Sack. Und das ist auch so eines dieser Spiele, wo es spannend wird und da freue ich mich auch schon drauf. Mann, das sagt mir was, das habe ich irgendwann mal auf Steam gesehen, soweit bin ich schon. Speedrunners? Haben wir das nicht mal im Livestream irgendwann gezockt? Also ja, da muss man laufen, ne? Und schnell, glaube ich. Das müsste man eigentlich gut spielen können mit der schnellsten Maus von Mexiko. Pff. Sagt mir überhaupt nichts. Ich habe keine Ahnung, was Speedrunners ist. Speedrunners 2, weiß man ja, haben wir schon im Livestream natürlich perfekt durchgespielt in 5 Minuten und da war ich erst 2. Dead or Alive Ultimate hat seine Vorzüge, vor allem bezüglich ganz adretten Damen, ja? Dead or Alive Ultimate, das wird so laufen, die Peets werden dead sein, also jetzt nicht Väter, sondern tot und wir werden natürlich sehr alive sein. Dead or Alive Ultimate, ja, Brüste kämpfen, kann nie schlecht sein. Kann immer gut sein, kann nie schlecht sein. Ja, ich sag mal ganz gepflegt Tittenkarate dazu. Ich weiß ungefähr, wie es aussieht, kann aber sonst damit gar nichts anfangen. Wir werden das, glaube ich, auf das Newton'sche Prinzip runterbrechen und mal im Spiel erklären, wie Schwerkraft funktioniert. Battlefield 4 sehe ich ganz weit vorne. Sehr, sehr krasser Shooter, auf jeden Fall ganz krasse Grafik und so. Gefällt mir sehr gut, ich bin aber nicht gut da drin. Außer, dass ich natürlich der beste Programmer der Welt bin. Da gibt es bei uns im Team Leute, die es lieber spielen und noch besser können als ich. Deswegen lasse ich lieber die ran. Man muss auch mal seine nicht ganz so starken Spiele kennen. Battlefield 4, nie mein Spiel gewesen. Ich kann es zwar, aber ich glaube nicht, dass ich da unser Team zum Sieg führen werde. Also. Wir haben ja natürlich den Florian Silbereisen mit am Start. Der macht neben Volksmusik, zockt er nämlich auch Shooter die ganze Zeit. Der wird einfach unser Trumpf, unser Ass im Ärmel sein, der Battle Bros. Ja, Battlefield 4, Klassiker, freue ich mich auch drauf, wird super. Battlefield 4 werde ich auf jeden Fall mitspielen. Ich werde es trainieren, perfektionieren und dann siegen. Freunde, Genossen, meine verbündeten Brüder. Blut wird fließen, aber ich weiß, wir werden zusammenhalten und wir werden unsere Gegner niederringen.
Wir von Pete's Meat werden es schaffen, das kleine Team LPT auf Tiny-Größe zu schrumpfen, mit einem epischen und grandiosen Sieg hervorzuschreiten und anschließend die Weltherrschaft an uns zu reißen. Sie werden den Morgen nicht mehr erleben, denn wir werden siegreich sein. Spartiaten! Am 30.11. speisen wir in der Hölle! Und es gibt lecker Rippchen und Geschnetzeltes! 6 Mann im Kampf gegen das Böse. Auf in die Schlacht! Gebt ihnen Saures! Schenkt ihnen nichts! Erzähl doch mal, was wir machen. Wir machen gerade eine total aufregende Stellprobe, das heißt, wir stehen quasi rum und warten gerade, bis es irgendwann mal irgendwas passiert. Das ist total spannend.